Und da wäre ich auch schon wieder. Nachdem es in der gestrigen letzten Folge ja doch recht gut lief, also dafür, dass ich monatelang nicht gespielt habe, dachte ich mir, probiere es heute einfach nochmal. Daily Challenge. Und wir nehmen mal... Nehmen wir mal Augen zu und drücken ein bisschen rum. Mal gucken, was da rauskommt. Und stopp, Augen auf. Ah gut, das kommt beim Zufallsgenerator raus. Ich hätte die Augen länger zulassen sollen. Aber gut, wir spielen jetzt ein kleines Mädchen mit einer Schleife. Wird bestimmt bald sterben. Laufen war nicht das, laufen war R1. R1 war laufen. Genau. Oh, Blondine. Aber Blondine ganz schön weit. Ganz schön schwer zu erreichen. Vor allem Bomben waren nur zwei Felder oder so. Ja, ich glaube, sie bekommen wir nicht. Außer wir finden jetzt irgendwo noch Bomben, weil ich würde ungern... Ja, sehr gut. Mit etwas Glück sind da jetzt Bomben drin. Fallschirm. Ja, okay. Du warst... Warte mal, du warst eine Kiste, die wir mit dem... Die wir Relais aufbekommen, okay. Da hinten kommen wir nicht hin. Blondine wollten wir ignorieren. Da ist noch eine Kiste, aber da... Warte mal, wenn ich... Okay, ich mag... Nee. Also wir sind ja quasi auf demselben Feld fast. Aber nur fast. Ja, okay. Das hätten wir getestet. 8600. Ja, das ist nicht wirklich hoch. Okay, back. Dann machen wir jetzt ein normales Adventure. Ich habe dazu gelernt, etwas, was ich wahrscheinlich schon vorher wusste, nur verdrängt habe. Man kann nicht von einem Feld höher auf Stachel rauf. Man kann wirklich nur von demselben Block quasi, wo der Stachel ist, da drauf. Das wurde auch alles resettet? Okay, das ist ein bisschen ärgerlich. So, lass mich da rein. Back. Ich will es aber gar nicht öffnen. Achso, klick, 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 ja. Lass mich rein hier. Oh, und ich muss das Tutorial noch machen. Das ist nicht schön. Okay, kann ich das irgendwie abkürzen? Ich glaube einfach einmal durch. So. Ja, hätte ich gar nicht lange muss. Okay, Notiz an Girogon der Zukunft. Deinstalliere das Spiel nicht noch einmal. So groß ist es nicht. Au. Naja, ist eine gute Übung zum Reinkommen. Vielleicht kommen wir dann im nächsten Leben ein bisschen weiter. Peitsch, peitsch, peitsch. Genau. R1. Das Tutorial ist... Das Bild. Okay. So, das Tutorial ist noch nicht vorbei. So, jetzt lerne ich, wie ich Schlangen töten darf. Ganz viele Bomben. So viele Bomben würde ich mal in einem regulären Spiel gerne finden. So ad hoc gleich am Anfang. Oh. Warum? Habe ich... Ich habe irgendwo Seil übersehen, hm? Ah ne, ich soll unten mich da durchbomben. Da sind Seile. Was ist da hinten? Ich glaube, ich cheate gerade im Tutorial. Da unten ist eine Erklärung, wie man schnell über solche Sachen rüberläuft. Oh, ja. So viele Bomben hätte ich definitiv gerne mal im regulären Spiel. So, hier hoch. Achso, das war eine Bombenfalle. Soll mir wohl hier zeigen, dass nicht alle Kisten gut sind. Lauf, spring, lauf und raus. Jetzt vorbei? Ich würde gerne sterben und so. Ne. Tutorial final. Unten drücken und X. Oh, da ist ein Goldding. Das kann ja nur in die Hose gehen. Komm mal her.
Wie komme ich da am besten ran? Oh oh, oh oh, oh oh. Komm her. Okay. Also ich glaube nicht, dass ich das Goldding sammeln muss, um das Tutorial abzuschließen. Aber es ist ein Goldding und ich will es haben. Au. Ich wollte eigentlich, dass das Ding da runterfällt und das da auslöst. Genau. So, jetzt nehmen wir dich. Ich komme da nicht hoch und es passiert gar nichts. Das ist nicht normal. Normal. Wurdest du gerade von einem Rubin erschlagen? Also normal kommt ja der rollende Stein, wenn man das Ding sich schnappt. Keine Ahnung, warum es ein Tutorial deaktiviert wurde. Vielleicht damit man sich im richtigen Spiel erschrickt, wo man das erste Mal das macht. Oh. So. Das Bild, genau. Zuerst die Frau und dann das Gold. Das sollte das Schild wohl sagen. Ne. Bei mir ja nicht. So. Boom. Ja, Knutschi, Schlüssel und was weiß ich. Jetzt dürfen wir richtig spielen. Das heißt, das Spiel ist nicht mehr so lieb wie eben gerade im Tutorial. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Also an diese aufspringende Tür. Aber hey, die allererste Spelunky-Folge ist auch schon eine ganze Ecke her. So, jetzt ist die Welt wieder gemein. Oh, Bomben. Okay, ich habe nichts gesagt. Die Welt ist super. Bomben, Seile, gib mir noch eine Blondine und alles ist gut. So. Lauf, 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 lauf. Da oben ist eine doofe Spinne. Toing. Ich höre schon mal eine Blondine. Oh. Peitsche ist zu kurz. Da. Okay. Daum, daum, daum. Keine Feinde. Sehr gut. Naja, ist auch das allererste Level, ne? Ich denke mal, die Level sind auch so gehalten, dass in den ersten Leveln wahrscheinlich weniger Gegner spawnen. Als in den späteren. So, jetzt versuchen wir noch ein bisschen Gold zu machen. Da ist ein Skelett. Skelette konnten nicht runterfallen, ne? Doch, konnten sie. Okay. Oh, sehr gut. Du, da... runter. Bomben. Ah, oder Gold. Gold ist okay. Weil bisher ist das nicht so viel Gold hier im ersten Level. Ich glaube, Standard waren bei uns 10.000 im ersten. Aber ich will keine Bomben verschwenden. Ist okay. Lieber jetzt da rein, bevor der Geist gleich von links kommt und ich keine Möglichkeit habe, ihm auszuweichen. Das wäre nicht so schön. Knutsch. Vier Herzen, sieben Bomben, sieben Seile. Alles super. Oh, Springschuhe. Ich glaube, die sind hier das Wichtigste. Springschuhe. Weiter werfen. Spike-Schuhe. Die kann ich die Schuhe gleichzeitig haben? Ich teste. Ja, kann ich. Okay. Die Spikes sind wichtig für bestimmte Gegner in der Eiswelt. Nicht, dass ich mir wirklich viele Hoffnungen mache, in die Eiswelt zu kommen. Aber schaden kann es ja nicht. Und ich glaube, ich mache auch mehr Schaden bei gewissen Gegnern, wenn ich ihnen halt auf den Kopf springe. Also gewissen regulären Gegnern. So, Zeug. Ich habe eben gerade ganz schwach eine Blondine gehört. Ah, nicht immer. Immer gucken, was an den Wänden ist. Da unten sind Stacheln. Ganz viele Sachen, die schießen können. Ich glaube, die Blondine ist aber weiter rechts. Irgendwo hier. Ja, da. Sehr gut. Mitkommen. Ich brauche ein Küsschen. Warte mal hier. Dich müssen wir, glaube ich, noch entschärfen. Nee.
Falsch. Ausgang ist rechts, richtig? Ja, okay. Beilung, 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 bevor der Geist kommt. Du. Ah, okay, warte mal. Wo wir gerade noch hier sind. Oh, willkommen. Ich bin fast versucht, wieder nach oben zu gehen zum Shop, um noch den Fliegerumhang zu kaufen. Weil das war, glaube ich, so ein langsames Runtergleiten, was irre praktisch ist. Aber nee. Kein Risiko, kein Risiko. Ich würde gerne ein bisschen weiterkommen diesmal. Also mindestens Dschungel. Das müsste noch dieses Level hier sein. Und da dann so ein, zwei Level überstehen, das wäre super. Oh. Oh, oh, oh. Alles geplant, alles geplant. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, das ist komisch. Ich meine, ich spiele jetzt ja schon zum zweiten Mal wieder. Und beim ersten Mal habe ich den Fehler schon mehrfach gemacht. Da sollte man davon ausgehen, dass man beim nächsten Mal es dann besser macht. Aber nein, innerhalb eines Tages habe ich das alles verdrängt. Und tot. Moment mal. Da wurde was geändert. Ha! Ich habe eine Ausrede. Es wurde was im Spiel geändert. Nämlich früher war es ja so, wenn man von irgendwas getroffen wurde, hat man so komisch geblinkt. Und während der Zeit konnte man dann gar nicht von irgendwas anderem beschädigt werden. Außer es ist so eine Instant-Tod-Sache wie Tiki-Fall oder dergleiche. Aber das da eben gerade war einfach nur Giftspuckerei. Das hätte mir eigentlich gar nichts tun dürfen. Ah, sehr schön. Okay. Da unten ist die Blondine. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch Zeug und oder Gold. Ja, das Gold reicht mir. Und die Blondine. Komm her. So. Nicht die Blondine schmeißen. Das sind nämlich Stacheln oben. Alle hops. Alles gut, alles gut. Ja, jetzt haben wir weder ganz viele Bomben bekommen, noch haben wir ganz viele Seile bekommen, noch haben wir genug Gold. Also bisher ist das hier ein bisschen mau. Okay. Ah, jetzt kommen wir langsam an die 10.000. Komme ich da noch hoch? Ja. Peitsch. Oh komm, du Kiste, du bist eine tolle Kiste. Sag mir, dass du eine tolle Kiste bist. Bitte Bomben. Oh, Seile. Okay. Besser als nichts. Wir sind wieder bei 4 Bomben, 4 Seilen, 11.000 Gold und ein Küsschen. Das ist okay. Und die Münzen, die wir mitnehmen können. Knutsch. Ah, ist ein Shopkeeper. Nee, ist kein Shopkeeper. Das ist einfach nur ein Typ, der Kisten bewacht. 2 normale Kisten. Naja. Ich hoffe, beide schießen. Jo. Oh. Hohoho. Ja, komm. 2-1 Risiko. Ich hoffe, die Blondine ist nicht tot. So. Wo ist der Ausgang? Oh, dort ist noch ein Shopkeeper mit Bomben. Sehr gut. Komm mal her. Oh, ich höre eine Blondine. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, ich hätte gerne... Oh, oh. Ja. Kiste unten. 12 Bomben. Na komm, das reicht. 19 Bomben. Ah, herrlich. Okay. Wir sollten beilen, beilen, beilen. Es wäre schade, wenn wir jetzt die Blondine und das Goldding nicht bekommen, weil ich hier zu viel rumhampel. Also hier hätte ich gerne eine Bombe. Wir haben ja genug. So, dann kommen wir schneller durch. Dich killen wir. Dann laufen wir schnell zur Blondine, holen sie und gehen raus. Das Ganze... Oh. Das Ganze hoffentlich, bevor der Geist kommt. Bei meinem Glück kommt er nämlich jetzt genau, wo es so super toll läuft, von rechts.